Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ja, Baumfarm Part 1 ist soweit fertig. Ich muss nur noch ein paar von diesen Dingern craften und jetzt ist alles gut. Ich hoffe, dass die Bäume hier auch wachsen in dem Boden und dass man da nicht den speziellen Pinienwaldboden braucht. 86 Catwalk-Dinger habe ich noch. Oh, komm, gehen wir direkt auf Stahl. Machen wir den Jungen mal mit Stahlplatt hier. Und jetzt wollte ich mal die beiden Autos hier eben schnell holen. Die stehen ja gerade so nett hier rum. So, jetzt wollen wir mit dem Hammer versuchen hier. Na ja, gut, man braucht halt den richtigen Moment. Papier. Papier nehmen wir. Ja, komm, leeres Gläschen auch. Wrench. Oh, viel Zeug drin. Und bitte Orga-Parts. Oh, 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 oh. Gut, 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 gut. Gut, 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 guter Loot. Guter Loot. Braves Spiel. Federn, nee, oh, das ist super. Die können wir dann direkt mal kombinieren. Ach komm, die Gläser brauche ich nicht. Ah, Nähgun-Frame. Wir kommen der Nähgun ein Stückchen näher, meine Lieben. Ja, so ein hübscher Motor hier bitte. Ah, cool, Autos looten, Autos looten, Autos looten. Da gibt's Nähgun-Parts, Orga-Parts, alles aus Autos, super. Da, Motor. Yay. Super. Oh, das Wetter ist ja echt beschissen. Muss ich mal sagen. Hey, Mechanical Parts. Yeah. Können wir uns nochmal einen neuen Zementmischer machen? Einen Motor hatte ich ja noch unten. So drei Zementmischer sollten eigentlich reichen. Mechanical Parts. Super, schön. Toll, toll, super toll. Nee, das brauche ich nicht. Ich nehme ja nicht jeden Rotz mit hier. Ach schön, das freut mich. Sollen wir mal versuchen? Vielleicht kriegen wir noch ein paar Minibike-Reifen. Tatsächlich da. Hm. Also Minibike-Reifen sollten eigentlich überhaupt gar kein Thema mehr sein. Da schon wieder welche. So, kann ich hier auch eine Workbench kombinieren? Ich muss sowieso mal mein Bike ein bisschen aufwerten hier. Ups. So, dann zeige ich mal her das gute Zeug, was du hier hast für mich. So. Oh, nee. Der fatale Drücker. Ich würde jetzt erstmal gerne alles mitnehmen, was wir hier essenstechnisch brauchen. Die können noch rüber. Die Knochen, also alles, was jetzt hier in die Küche muss. Das bringe ich zuerst weg. Das und die Kartoffeln. Da habe ich schon einen. Oh, Mann, ey. Komm, nee. Da können wir uns genug von machen. Das ist alles Honig noch. Honey, honey. Honey, baby. Das kann ich auch nochmal stacken. So. Wo ich den Fohlen durchgehüpft. Egal. Hier hatte ich überlegt, das alles nochmal abzureißen und dann diese Säulen zu machen. Diese 50er Säulen, die wir auch drüben benutzt haben. Ist, glaube ich, ein bisschen angenehmer. So, erstmal alles rein hier. Kartoffeln. Dann mache ich mal die Hälfte wieder zusammen. Okay, Mais. Haben wir erstmal genug hier. Guck mal, das ist doch alles. Können wir nochmal richtig ordentlich Stew braten. Das nehme ich mit rüber. Da kann ich weitere. Das nehme ich auch mit rüber. Kann ich weitere. Sag schon. Mann, jetzt fehlt mir das Wort hier. Bellows machen, genau. Falls ich noch mehr Forges brauchen sollte. Blö. So, dann gibt man ein bisschen Fleisch. Mais, Kartoffeln und ein bisschen Wasser. Und dann wollen wir mal lecker, lecker Meat Stew kochen. 50. Da geht sogar noch mehr. Mal kurz den Motor rein hier. 60. Okay, Wasser ist der limitierende Faktor. 11 Minuten. Passt. Wunderbar, das kommt da erstmal wieder rein. Kartoffeln rein, das rein. Komm, die vier machen wir auch noch. Zusammen. Sehr gut. So, mal eben den Rest holen. Alles wegsortieren und dann gucken wir uns mal unseren Bunker an, wie es da aussieht. Da, 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 da.
Ach, die Eier, die Eier, die Eier. Brauche ich das Zeug gerade hier? Nee, ne? Nee, das lasse ich erstmal drin. Kartoffelsamen sind immer noch nicht fertig. Die können wir dann gleich direkt mal reinknallen. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Was wollte ich jetzt hier? Eier. Genau, Eier rein. Und der ganze Rest kommt mit rüber. Und wenn wir einmal drüben waren und wieder zurück sind, dann können wir die Kartoffeln reinsetzen und uns mal ein bisschen um unseren Bunker kümmern. 4, 3, 2, 1. Schade, dass das mit den Heuballen nicht mehr funktioniert. Das wäre echt gut. Ah, das war ein bisschen zu imber. Guck mal, da sieht man was. Höhle. Da ist schon der Gang. Oh yeah. Ich hätte natürlich auch von hier buddeln können. Dann hätte ich mir das Stückchen schon mal gespart. Na egal. Egal, egal. Das geht ja recht fix. Mit einem Platz frei habe ich noch immer... Ach nee, ich habe gerade was weggelegt. Alles gut. So, Eisen. Was haben wir denn da? Das kommt da rein, Federn kommen da rein. Der ganze Rotz. Da muss ich mir auch noch einen Platz für aussuchen. Da schmeiße ich erstmal mal hinten in die Kiste. Also die wird irgendwann mal umziehen und dann kommt da richtig schön anderes Zeug rein. Du nicht. Nein, das, das, das. Die Ranch, komm, die können wir mal eben schnell verwursteln. 597er. Yeah, geil. So, das da rein. Einmal klicken. Oh, da sind die anderen Samen. Gut, die nehme ich mal mit. Können wir dann gleich hier oben auch noch direkt reinsetzen. Rotting Flesh kommt hier zur... für Dünger da rein. So, mein Geld kommt hier rein. Brauche ich nicht. Die kommen da rein. Der Nailgun Frame. So, nochmal schauen. Nailgun Parts. Ah, mir fehlt diese Rechargeable Battery noch. Take, Assemble und das Baby rein. Das war fast, fast am Ziel hier. Es fehlt nicht mehr viel, dann sind wir am Ziel. Okay, könnte ich auch nochmal, mache ich jetzt aber nicht. So, Papier hier rein. Brauche unbedingt noch Shotgun-Munition. Ein bisschen mehr ist auch geil. Ich renne jetzt mit der Shotgun rum, ohne irgendwie einen Schuss Munition in der Tasche. Spart euch die Kommentare bitte, danke. Ich weiß doch selber, dass das sehr intelligent war. Spike Club und hier Hammer. Hammer, ah, oh, guck mal. So, 3,92. Zack, 4,10. 4,28. Sehr schön, dann machen wir uns mal ein bisschen Forged Iron. Wenn wir denn können. Wir können, 92. Minuten, na gut. Haben wir hier nochmal ein bisschen Iron rein. Sollen wir nicht mehr Eisen holen? Wir haben kaum noch was. So, Forged Iron. Na ja, komm, für das Zeug brauchen wir auch ein bisschen Forged Iron. Da brauchen wir jetzt Clay, okay. Die brennen auch. So, wenn wir jetzt nicht so tief wären, dann würden wir hier eine Horde nach der anderen kriegen. Das hätte ich ganz gerne auch, muss ich sagen. Okay, das lohnt sich ja nicht wirklich hier, ne? Kannst mal so 10 Minuten rennen. Watch Steel nochmal durchknallen. Ja, komm. Ich hau jetzt erstmal keine weiteren Steine rein, das soll erstmal reichen. So, die nochmal aufteilen. Zement. Und bitteschön, da sieht noch alles gut aus. Zement, 500 noch was. Können wir noch anschmeißen dann. So. Zement. Craft. Oh, ist alles schön hier. So, auch nochmal Zement.
Und zum letzten Mal Zement. Sehr schön. Da haben wir noch einiges an Zement. Jetzt können wir mal wieder unsere Betonmischer füttern. So, erstmal alles rein. Wie viel haben wir denn noch? Passt das? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. Flutsch. Concrete Mix. 199. Mix. Und da sind schon die nächsten. Fertig und fertig. Prächtig. So, was haben wir an Concrete Mix jetzt insgesamt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.702. Gut. Das reicht fürs Erste. Der Hammer. Ja, Spike Club. Das würde ich auch gerne versuchen. Ob wir die Spike Clubs auch mal schön mergen können auf gut Deutsch. Jetzt mache ich erst nochmal hier so ein paar Hammer. Machen wir denn 4 Stück? Reichen 4 Stück, um da... Ja, ne? Machen wir 4 und dann Spike Club 2 hinterher. Geht nicht. Zu wenig Forged Iron. Okay, da ist noch was. Komm. Machen wir nochmal einen Spike Club. Machen wir 2. Nee. Aber dann haben wir erstmal das Ausgabefeld voll. Super. So, das da rein. Und den Rest eben hauen die Kartoffeln rein. Und ja, wir brauchen Stahl, aber wir haben genug Eisen. Das sieht alles gut aus. Messer können wir dann auch nochmal machen. Suppi. So, 2:30. Ich mache mir wegen der Horde eigentlich gar keine Gedanken. Sollte ich vielleicht, ne? Ja, wir schauen jetzt mal, dass wir noch ein paar Autos durchlooten und in das ein oder andere Häuschen reingehen. Oben, ich mache die 21er Horde genau wie die andere Horde jetzt. Also ich bleibe unten drin. Oben, das wird ein bisschen größeres Projekt werden. Was ich da vorhabe, aber das reicht erstmal so. So, bevor ihr verdurstet, ziehen wir uns nochmal ein bisschen Tee rein. Und schön hat Stinkefleisch dabei. Können wir nochmal ein Stückchen essen. Früher hat das auch noch ein bisschen den Durst mitgestillt. Macht es leider nicht mehr. Finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen. So, sortiere dich einmal. Ich nehme einfach Wasser mit. Ein Gonotti? Nee, macht keinen Sinn. Wie sieht's hier aus? 45 Mitsu, geil. So, die mal da rein. Wunderbar. Zack. Und die Kartoffeln in die Erde reinhauen. Und dann gehen wir mal ein bisschen durch die Stadt. Machen wir extra eine Kiste hier irgendwo. Acht. Ich glaube, das mit diesen Woodplanks, das mache ich hier auch. Das sieht echt cool aus. Das sieht so aufgeräumt aus dann. Oder ich mache hier Flexstone dazwischen. Aber nee, da muss ich buddeln und es gibt einen hässlichen Übergang. Das lasse ich. Kartoffeln, Kartoffeln, Kartoffeln. Dann brauche ich ein paar rote Blumen. Die kriege ich aus dem Wald. Hätte ich mir mal welche mitnehmen können. Und die Küche müssen wir unten abbauen. Also ist noch einiges zu tun. Küche bauen, Tunnel buddeln. Die 21er Horde irgendwie rumkriegen. Waffenteile suchen. Waffen upgraden. Steht noch viel an. Oh, das ist schön. Ich mag das. So, und... Perfekt. Die schmeiße ich gleich hinten rein. So Benzin, das brauche ich alles nicht hier. Ich mache mir nochmal eben eine Kiste. Die setzen wir mal hier dran. So, das brauche ich nicht. Holz brauche ich nicht. Orga brauche ich nicht. Den nicht, den nicht, den nicht. Benzin brauche ich auch nicht, ehrlich gesagt. Komm, die lasse ich hier. Repair Kits, ja. Für die Knarre. Das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. Die kommen hinten in die... Baumkiste noch und ja, dann würde ich sagen, gucken wir noch mal so ein bisschen. Moment, hier haben wir noch was drin, ne? So, das noch mit rein, das Zeug. Die Samen eben mitten zur Baumfarm.
Hier sind Tresore drin und so weiter. Da kriegt man bestimmt gutes Zeug raus. Ring. So, wachst schön, meine Bäumchen. Wachst schön. Gut. Machen wir erstmal das Häuschen da, oder? Upsa. Dieses Geräusch heißt, irgendwas ist am Bike kaputt gegangen. Oh ne, komm, wir gehen hier direkt ins Dicke. Ja, mal schön bei den Bonzen einsteigen. Tag. Scrap Brass mitnehmen. Guten Tag. Was gibt's hier? Gibt's hier Leder? Da gibt's Leder. Wunderbar. Was gibt's da? Auch Zeug. Cool. Scrap Plastic brauchen wir. Ganz wichtig. Nehmen wir mit. Scrappen wir. Nix. Essen hatten wir schon. Okay, dann nehme ich den Wasserhahn mit. Der ist auch gut. Fernseher, soll ich den lieber auseinanderschrauben? Ja, bringt ein bisschen was. So, wenn nicht schlecht für Dünger. Oh, und eine Knarre. Das ist Subi. Und Eisen. Da, Tresor. Fünf Boots. Boah, nur Papier. Enttäuschend. Okay, was haben wir hier unten noch? Ledersofas. Au, Bookcase. Ich glaube, mir fehlen da noch ein paar Rezepte, ne? So, Leder, Leder, Leder für weitere Forgen, also für unsere Spaßforges. Ich finde den Boden hier total geil. Echt. Papier, okay, jetzt gucke ich hier erstmal nicht durch, weil Essen und so weiter haben wir genug. Ist hier eine Forge drin? Nee, aber Kühlschrank kann man reingucken. Auch nix. Was ist, wenn ich den auseinandernehme? Ja. Zonk, zonk, zonk. So. Die Lampe bringt. Ach, auch noch Scrap. Okay, also die Lampen besser nicht kaputt knüppeln. Den Sessel darf ich schon. Haben wir hier schon? Nee, haben wir auch noch nicht. Können wir schon, aber egal. LED. Ach komm, nehmen wir mit. Nee. So, jetzt habt ihr gesagt, Bürostühle. Zack, tatsächlich, Mechanical Parts. Super Tipp, vielen Dank. So, und dann ab nach oben. 600er Wrench fast, ey. Ich dreh am Rad. Guten Tag. Gib mal her. Was hast du? Oh, Magnum Grip. Ja. Kann ich die scrappen? Ja. Komm, dann scrappe ich alles das Zeug hier. Sofa. Sofa looten. Wo ich eigentlich eher nach Waffenteilen gucken sollte. Ne? Also ich meine, sonst soll es hier ja, mit so viel Leder, 50 Leder schon wieder zusammen. Tresor. Fünf zarte Schläge, dann ist das Baby offen. Oh, guck mal. Papier, wunderbar. Sechs Schuss wieder in der Tasche. Zack, zack, zack. Gut. Ist hier noch was? So, und ich glaube, das war schon mit dem Haus. Tut mir leid. So, nee, hier. Ups, die war ja unlocked. Das war's jetzt aber super. So, das da rein. Ganze Brass, das ganze Zeug hier, Mechanical Parts, die Teile, wutsch, 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 Papier und das. Cool.
Auf zur nächsten Hütte. Ach, guck mal, da ist noch so einer. Oh, ich glaube, hier war ich schon. Upsa, nicht draufhauen. Schön Schrauben hier. Na komm, die lasse ich erstmal stehen. Das ist interessant. Nichts drin. Da ist auch nur Blödsinn drin. Wups, wups, wups. Die Sofas lasse ich erstmal stehen. Ich habe genug Leder. Mann. Ich habe im anderen Haus bestimmt noch ein paar Lampen vergessen. Nein. Zärtlich sein. Der prügelt da drauf, ey. Mhm. Zack, auch fertig. Ja, Pflanzen können wir zwar mitnehmen irgendwann. Was ist hier? Hey, Bücherregal. Okay. Akashematik, wunderbar. So, was ist hier? Da war ich auch schon. Außer die Lampe. Super. Komme ich da dran? Jo. Ach, guck mal, die habe ich im anderen Haus auf jeden Fall vergessen. Mensch, doch. Hello, Dead Man. What do you have for me? Sofas, Fernseher. Zop rein, Donk, Donk. So, jetzt bitte geile Shotgun-Parts hier. Fünf und offen. Oh, den brauche ich nicht, der ist... Der ist Rotze, auch nix. Und im Papierkörbchen, auch nix. Lampe. So, Lampe. Eine Vergessen. So, ist hier kein kleiner Tresor drin irgendwo? Zärtlich. Büros. Nö. Ist hier kein kleiner Tresor? Irgendwo. Mann. Wie er erst einmal voll drauf zimmert. Hatten wir schon. Okay. Oh. Überschwemmung. Ich war das nicht. Das kann ich mir nicht erklären. Nee, Bottled Milky Water, also. Da ist der Tresor. Ah, guck mal. Hinterm Klo. Fünf. Orga-Schematik. Nehmen wir. Supi. Das läuft doch. Das rein, das rein. Die können bestimmt... Soll ich denn die Kotten hier weg? Das kann rüber. Das essen wir mal eben. Wir haben Durst. Durst, dann trink doch hier. Los, trink. Trink, 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 mein Kind. So, und sobald die Golden Rod Ernte fertig ist, dann machen wir noch einen, glaube ich, und dann haben wir ordentlich... Das kann darüber, das kann darüber, die können darüber federn. Nö. Hier wohnen wir, alles klar. So, wo waren denn die vielen Autos noch? Die waren noch, hier sind ein paar, aber da hinten ist eins. So, den hatten wir auch schon. Gut. Komm her. Wäre es eigentlich eine Idee, eine Workbench mitzunehmen die ganze Zeit und dann bei Bedarf aufzustellen, Sachen zu mergen? Das könnte was werden, oder? Denke ich mir mal gerade so. So, nichts von Interesse.
Also schon von Interesse, aber jetzt nicht so, wo man sagt, yeah, das war gut. So, das ist auch weg. Auto. Auch nix. Komm, Motor, Batterie an die Sonne hier. So, ein Licht muss ich noch machen. Licht brauchen wir noch für die Hütte. Warte mal, ist hier nicht auch immer ein Tresor gewesen? Mining Helm. Ich glaube, da oben drauf ist auch noch ein kleiner Tresor. Yay, Motor. Aber wir haben mit unserem Motor ja so ein Glück gehabt hier. Mit dem Superteil. Ja, da Tresor. Guck mal. Da gab es nochmal so einen Bug, dass der, wenn man den fertig geschlagen hatte, dass der hier runtergefallen ist. Das war ziemlich geil. Hunting Rifle, okay. Ist da was drin von Interesse? Nicht so wirklich. Okay. Hallo Otto. Schaufel, komm, die scrappen wir direkt. Oh, 512er Motor läuft. Ein paar Batterien wären noch cool. Die Hütte hatten wir schon, oder? Warte mal. Also soweit sieht es gut aus, aber ich habe die Lichter noch nicht abgebaut. Deswegen war ich hier schon mal drin, aber noch nicht jetzt. Vielleicht habe ich ja den Tresor übersehen. Machen wir einmal den Sortiermax. Okay, war nix. Mechanical Parts können rüber. Das alles nicht. Gläser nicht, das nicht. Aber das kann weg. Und Brass kann auch weg. Sehr gut. Oh, wir sind schon bei 27 Minuten, meine Lieben. Dann machen wir jetzt mal Feierabend hier. Komm, ich guck mal eben schnell hier wegen. Putz. Die nehmen wir mit. Komm, gucken einmal schnell hier rein. Haben wir auch übersehen. Und mal eben wegen diesem Tresor hier hinten. Wo ist er denn? Na, ich glaube, da war ich schon. Oha. Oha, guck mal. Das hat sich ja nochmal gelohnt. Ach, hier ist alles überschwemmt. Ich war das nicht. Grain Alkohol ist gut. Die, komm. Mach fertig. Scrap. Und Scrap. Gut, super. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim Spielen, wenn ihr zockt. Macht's gut. Tschüss.